Herzlich willkommen zu einem neuen Video in Christines Bastelstube. Ich war noch mal im Teddy. Eigentlich war das nicht geplant, aber wir sind zufällig in Rot gewesen und dann konnte ich mich nicht beherrschen. Musste noch mal reinschauen und es ist nicht zu glauben, es gab tatsächlich schon wieder neue Blöcke. Ich werde noch arm mit dem Zeug. Ich liebe einfach Papier. Ich kam nicht umhin und dann habe ich geguckt. Dann gab es noch Sticker und auch noch mal eine Schablone, die mir noch gefehlt hat. Und andere schöne kleine Sachen. Ich fange mal mit dem Kleinkram an. Es liegt ja hier schon alles verstreut, wie ihr sehen könnt. Und zeige euch das. Also das Wetter ist heute echt traumhaft. Aber ich mache das Video noch fertig, dann gehe ich doch nochmal raus. Ja, ich fange hier an mit diesen schönen Blumen. Die haben mir sehr gut gefallen. Die sind aus Stoff und selbstklebend. 20 Stück. Könnt ihr hier sehen. Also finde ich echt toll. Und schöne Farben. 1 Euro pro Päckchen, 20 Stück. Dann habe ich mir nochmal Holzstanzteile mitgenommen. Die gibt es im Teddy ja leider nur in diesen kleineren Packungen. Es sind 52 Stück drin und das heißt also jeder Buchstabe zweimal. Und kostet 1,50 Euro. Könnt ihr hier sehen. Ich habe mir zwei mitgenommen. Ich weiß nicht, wie lange Teddy das noch hat, deswegen sammle ich lieber. Dann gab es noch andere schöne Holzteile. Hier diese tollen Schmetterlinge oder ja, als Knöpfe. Holzknöpfe, 20 Stück. Ich fand die auch sehr schön und passen jetzt auch super zum Frühling. Echt eine feine Sache. Habe ich mir auch mitgenommen, 1 Euro wieder. Die Käfer, die habe ich euch auch schon mal gezeigt, aber ich finde die so süß. Und das sind auch nur 15 Stück drin, die sind halt schnell weg. Deswegen habe ich mir nochmal eine Packung mitgenommen. Sind auch als Knöpfe. Ich finde die toll. Dann gab es nochmal süße Holzteile, so kleine Vögelchen. 15 Stück sind da wieder drin. Schaut euch das an, ich finde die so süß. Na, Autofokus, Autofokus mag nicht. Kamera, scharf stellen bitte. Ja, jetzt. Ich finde die so schön. Und das sind 15 Stück für 1 Euro. Dann hier noch für 1,50 Euro Holzherzen. Finde ich auch toll. Kann man auch schön zum Verzieren von Karten oder irgendwelchen Schachteln verwenden. Ja, das sind, da steht jetzt Grammzahl, aber 2, 4, 6, so um die 10 Stück. Ich habe es jetzt nicht genau gezählt. 1,50 Euro. Ja, fand ich aber schön. Die haben wir hier so mit weißer Farbe ein bisschen angemalt. Gefällt mir gut so. Ja. Dann habe ich hier noch so kleine Klammerherzen mitgenommen. Oder was heißt klein? Die sind schon so 3, 4 cm. 1 Euro. Und seht ihr ja die Varianten, die drin sind in der Packung. Also insgesamt 8 Stück sind drin. Ja, schön zum Herschenken. Dann gab es was Neues oder was ich jetzt bisher noch nicht im Teddy gesehen habe. Das sind hier Buttonsticker zum Aufkleben. Und ich glaube, ich habe nicht alle Varianten bekommen, aber gut. Manche habe ich dann zweimal mitgenommen, wenn es mir gefallen haben. Ich zeige euch mal, wie die aussehen. Also die haben halt hinten drauf dann wirklich nur so zum Aufkleben. Ich habe es noch nicht aufgemacht, aber hier hinten ist so eine kleine Klebeschicht dann. Dann kann man es draufkleben. 6 Stück jeweils 1 Euro. Also nicht mit Actionpreisen zu vergleichen, aber... die ist schon gerutscht. Ah, sieht man gleich, wie gut der Kleber hält, ne? Wie ist denn die da? Okay. Dann hier auch schön bunt, Blumen, Frühlingsfarben, ne? Mit viel Grün. Mir gut gefallen. Dann hier, hat mir auch ganz gut gefallen, mit dem Elefanten, ist auch schön und die Farben nicht ganz so knallig, weil man
einfachere Karten macht, passt das ganz gut. Das fand ich auch schön. Bisschen Vintage-mäßig. Hier mit dem Dunkelrot oder Weinrot und dem dunkleren Grün. Das war es schon an Varianten, was ich jetzt bekommen habe von diesen Aufklebe-Buttons. Dann habe ich mir hier noch so Schlüsselringe mitgenommen. Einmal in Blumenform, 1 Euro, 8 Stück. Und einmal in Herzform, 1 Euro, 8 Stück auch wieder. So. Dann haben wir noch was Kleines. Perlen. Perlenherzen, die fand ich auch schön. 20 Gramm. Ja, werden auch, denke ich, mindestens 20 Stück drin sein. Und 1 Euro haben die gekostet. Ich zeige euch mal näher, wie die aussehen. Haben so eine schöne Struktur oben drauf hier. Also wenn man so einen kleinen Anhänger bastelt, weil man ein Hochzeitsalbum machen möchte, da passen die Herzen halt perfekt dazu. Hier, die habe ich auch schon mal gekauft. Auch zum Basteln von Anhänger. 1 Euro. 100 Stück steht da jetzt drauf. Aber es sind halt auch viele von diesen ganz kleinen mit drin, ne? Dass man auf die 100 Stück braucht. Von den großen sind es vielleicht 5. Ja, oder sogar nur 4. Ja. Gut. Dann gab es mal ganz lustige Washi-Tapes. Die habe ich so noch nicht gesehen. Auch nicht im Action, meine ich. Eher so, also zumindest nicht so auf Washi-Tape-Rolle. Die dann eher so länglich eingepackt als Sticker. Ja. Sind jetzt auch sehr wuchtig. Das sind so kleine Kristalle halt mal aufgeklebt auf dem durchsichtigen Träger. Auf der durchsichtigen Trägerrolle. Aber ist natürlich praktisch, wenn man eine Karte irgendwie verzieren möchte mit so Glitzersteinchen. Dann kann man einfach das Washi-Tape nehmen. Das ist jetzt auch teurer. Das kostet jetzt auch 2 Euro. Ups. Da, 2 Euro. Sind 3 Stück drin und nur 50 cm, ne? Also nicht wie gewohnt 3 Meter, nur 50 cm. Also mit einrechnen, ob es euch das wert ist vom Preis her. Ich habe jetzt 2 mitgenommen, wollte es mal ausprobieren. Weiß nicht, ob ich die wieder kaufe, mal schauen. Ist einfach sehr wuchtig. Und 2 Euro und dann hat man nur 50 cm. Also da 50, da 50, da 50, 1,50 Meter. Ja, kommt man halt nicht so weit, ne? Gut, dann haben wir hier die Schablone. Die Schablone habe ich euch ja schon mal gezeigt. Jetzt hat mir noch eine gefehlt in meiner Sammlung. Die habe ich das letzte Mal nicht bekommen. Und ich habe euch ja auch schon gezeigt, dass man mit den Schablonen, wenn man eine Prägemaschine hat, ich habe es jetzt mit der Big Shot ausprobiert. Also man braucht eine Prägemaschine und eine Gummimatte. Dann kann man auch das Papier damit prägen. Aber die Folien sind halt sehr dünn. Die sind jetzt vom Ergebnis her, ist das nicht zu vergleichen mit einem Prägefolder. Der macht einfach tiefere Strukturen rein. Aber es ist möglich. Und natürlich könnt ihr die Schablone auch ganz normal verwenden. Wenn ihr sie auflegt, dann mit einem Stempelkissen drüber gehen, kriegt schöne Effekte rein in euer Papier. Also gerade die Actionblöcke haben ja auch häufig so einen dezenten Hintergrund und dann nochmal so Muster mit drin. Und das könnt ihr natürlich mit diesen Schablonen sehr schön machen. Und für 75 Cent finde ich das auch echt eine super Sache. Aber bis man da sich eine Schablone selber gemacht hat und mit dem Cuttermesser ausschneidet. Oder selbst wenn man eine Silhouette hat. Also Silhouette Curio habe ich auch, aber das ist nicht so einfach, das Ding auszuschneiden, dass es gut aussieht und auch die filigranen Teile mit rausgehen. Also ich finde für 75 Cent echt eine tolle Sache und deswegen habe ich auch geguckt, dass ich da alle Varianten von bekomme. So, dann haben wir hier die Sticker. Sticker gab es jede Menge neue. Das letzte Mal hatte ich ja nicht so viel Glück, deswegen habe ich jetzt doch nochmal zugeschlagen. Auch schöne Tiersticker, die nicht ganz so kleinkindmäßig aussehen und deshalb auch von Erwachsenen verwendet werden können. Ein paar sind dabei, wo ich sage, naja, gut, ist eher für Kids, aber ich fand sie trotzdem süß. Fangen wir mal hier an, den Bogen. 1 Euro wie gewohnt.
für jedes. Ups. Ja, Fuchs mit drin, Eichhörnchen, Igel, Hase. Ich fand's wirklich süß. Ich zeige es euch nochmal von nah. Fand ich echt toll. Genau. Oder hier auf dem Bauernhof. Schafe, Pferde, Gänse, Schweine. Alles dabei. Und die sind auch wieder so etwas dicker, ne? So schön weich, wenn man es ja dann anfasst. Ja, ich liebe diese Sticker einfach. Ich kann nicht anders, als sie mitzunehmen. Dann gab es Stoffherzen. Wie viele sind da? Oder Filzherzen? 28 Stück. 28 Stück sind drin. Ja, gehen eh immer schnell weg. Dann gab es das Ganze auch als Schmetterlinge. Dann, die fand ich ja richtig süß. Da habe ich mir gleich zweimal mitgenommen. Weil das sind so Waldtiere. Wieder als aus Filz. Und ich fand die einfach diesmal richtig schön gemacht. Zeig euch mal von nahen. Die Füchse, die Rehe. Oh, so süß. Und die Eulen zwischenrein. Da auch der Hase ist voll niedlich. Deswegen musste der Bogen auch zweimal mit. Ja, hier etwas jetzt, wo ich eher so zum Kartenbasteln vom Baby Glückwunschkarten denke ich, kann man das ganz gut verwenden. Das hat mit den Sternen, den Regenbogen, Farben einfach noch sehr kleinkindmäßig aussieht. Ah, meine Eulen. Es gab sie nochmal. Meine Eulen. Das letzte Mal war ich ja schon hin und weg von diesen Eulen. Ich kann es euch nicht sagen, warum, aber ich finde es einfach toll. Da habe ich gedacht, ich nehme mir doch lieber nochmal einen Bogen mit. Wer weiß, wie oft der Teddy die hat. Warte, ich hatte eigentlich noch mehr Eulen. Ah, die Eulen noch. So, den Bogen habe ich mir auch nochmal mitgenommen. Das ist so süß. Hier, die schläft so goldig. Oder auch der hier. Oh, so süß. Tja, die wissen leider, wie man es macht. Es ist unglaublich. Immer wieder was Neues rausbringen, dass wir zum Einkaufen gehen. Ah! So, dann gab es hier diese coole Augensticker. Gab es noch mehr Varianten? Ich habe nicht alle mitgenommen. Ich finde jetzt auch etwas schräg, aber die Panda-Bären fand ich süß. Hier die coolen. Seht ihr das? Schön, ne? Witzig. Also nicht alle coolen. Manche sind auch einfach nur fest. Der hier zum Beispiel. Der kullert wieder. Aber ich fand sie trotzdem ganz süß. Das Ganze gab es dann hier auch nochmal. Mit Tieren, die eher so auf dem Bauernhof vorkommen. Eine Alpaka, du meine Güte. Wie es aussieht. Irgendwie witzig. Cool. Ja, wenn man Karten für Kids bastelt, ist das sicher eine süße Idee. Auch diese Katzen. Auch witzig. Upp, doch, die hat eigentlich aber das Coole nicht. Trotzdem schön. Dann gab es Buchstabensticker. Also Alphabetsticker. Hier so mit lustigen Smileys drauf und Augen. Die muss natürlich mit. Dann hier nochmal Herzchensticker, die habe ich schon mal gekauft. Die glitzern so schön. Habe ich mir auch nochmal mitgenommen. So, dann haben wir hier nochmal Filzsticker. Unterwasserfischle. Clownsfische, Wale. Ja. Alles so ein bisschen dabei. Fand ich auch sehr schön. Dann kommen wir zu den länglichen, größeren Stickern. Da habe ich jetzt 6 Varianten. Ich glaube, das waren auch alle, was es von dieser Sorte gab. Muss ich so durchscrollen, damit ich euch wirklich alle Motive zeigen kann. Also auch, müssen wir gucken, doch auch wieder ein Euro. Sind halt schöne Blumenmotive und kann man einfach wunderbar
auf Karten kleben, Anhänger draus machen, wenn man es laminiert oder ja, auch wenn man jetzt gießt, ich gieße jetzt nichts, aber wenn man das Motiv nimmt und gießt halt was drauf, sieht bestimmt auch sehr schön aus als Anhänger. Hier ganz viele Rosen und Schmetterlinge. Auch sehr gut gefallen. Ist halt Mädchen, ne? Hier nochmal ein bisschen andere Form von Rosen und auch von Schmetterlingen. Tulpen dabei. Dann Sonnenblumen. Die sind doch auch schön. Schaut euch diese Blüten an. Also ich finde es wirklich sehr schön gemacht. Ja. Hier etwas weniger kräftige Farben kann man sicher auch sehr gut verwenden. Ich mag schon die Sonne, es spiegelt und spiegelt alles hier. Und zu guter Letzt hier. Ach, jetzt habe ich mich mit der Kamera vertan. Ich dachte, die kann 20 Minuten aufnehmen, bevor sie stoppt, aber die kann nur 15. Ah. Gut, hier war ich stehen geblieben. Bei den anderen Blumen, wo die Bienchen mit dazwischen sind. Hier. Auch ein schöner Bogen. Das waren die langen Sticker und die kleinen Sticker. So. Dann, bevor wir zu den Blöcken kommen, das mache ich heute mal zum Schluss. Hier nochmal so Fenster-Deko-Sticker. Die habe ich schon mal gekauft für meine beste Freundin und jetzt habe ich mir auch noch mal welche mitgenommen. Die möchte ich eher so zum Verzieren verwenden. In Alben oder auf irgendwelchen Holzkisten oder so. Ich finde es nämlich immer schade, wenn die am Fenster hängen, dann bleicht es aus, der Kleber löst sich und irgendwann kann man es nur noch mit Mühe und Not abkratzen. Und dann ist das Ganze eigentlich kaputt, ne? Oder ja, du kannst es halt eigentlich dann nur noch wegschmeißen. Und das finde ich schade, weil ich finde diese Motive sehr schön. Wo ich den großen hinmache, weiß ich noch nicht. Weil man ja doch nicht ganz so ein großes Album hat, ne? Aber hier die kleineren, die kann man halt wunderbar dann für ein Album verwenden. Das hier ist halt eins. Und diese Blumen auch, die sind halt so schön. Und die Vögel. Das kann man sehr gut einzeln verwenden. So, dann der letzte. Bogen hier auch nochmal Blumen. Hier. Und zu guter Letzt habe ich mir nochmal Etiketten mitgenommen. Die sind immer ganz toll, wenn ich Holz mache vom Action, weil beim Action stehen die Preise ja nicht mehr drauf. Dann markiere ich mir das oder mache mir so ein Preisschildchen drauf. Und dann tue ich mich einfach leichter, wenn ich euch die Sachen zeige, dass ich weiß, was das Zeug kostet. 1 € und 29 Blatt. Auf jedem Blatt dann nochmal 35 von diesen Zetteln. Rentiert sich echt, ich finde es super, dass man auch einen Überblick behält, was die Sachen alles kosten. Ja. Dann kommen wir zu den Blöcken. Nicht zu glauben, es gab tatsächlich nochmal neues Papier, obwohl ich vor 2 Wochen erst war. Meinte, die ist auch etwas langsamer, habe ich gesehen, weil ich meine, dass es schon Leute gab, die haben diese Blöcke schon gezeigt in den Videos. Also ich bin da scheinbar etwas später dran, immer mit meinem Teddy. Aber besser spät als nie und ja, Hauptsache man hat am Schluss die Blöcke dabei, ne? Und das ist jetzt einer, der hat mir sehr gut gefallen. Ich zeige euch hier nochmal Großformat Motive. Ich blätter es auch nochmal mit euch durch. Ich nehme nicht immer jede Variante mit, sondern es muss mir schon gefallen, ne? Sonst macht es keinen Sinn. Die kosten ja auch, also wollte ich euch auch nochmal zeigen, 2,50 €. Das ist unverändert. 2,50 € und Format 15x30. Also ein halber Actionblock. Aber nicht doppelseitig gedruckt, sondern nur einseitig. 24 Blätter, 12x2 Motive. Genau. So, jetzt. Also das finde ich auch sehr schön. Wenn man einfach jetzt eine Karte macht und man braucht ja dann doch stanzt was aus und braucht es vielleicht auch mal ein bisschen schlichter im Kontrast, dann finde ich das ganz gut.
kann man gut dafür verwenden. Oh, diese Herzen, die sind doch ein Traum. Schaut euch diese Herzen an, sind die nicht schön? Ich finde die so schön. Wirklich toll. Ja, sie wissen leider, wie man es macht, das mit Mädchen kaufen. Das ist jetzt einfacher, ne? Streifen. Aber gebrauchen kann man es trotzdem, ne? Vor allem in Kombination, diese Punkte finde ich auch schön, weil die so einen schönen farblichen Verlauf haben. Und dadurch wirken die einfach interessanter wie die normalen und auch nicht so, wenn es so vollfarbig ist, dann wirkt es immer so, was heißt aggressiv, also das lenkt das Auge ein bisschen mehr ab. Und hier finde ich, dadurch, dass das mal ein bisschen schwächer und etwas stärker ist, ist es einfach angenehmer anzusehen. Hier sind wieder schöne Blüten, die zeige ich euch mal von der Nähe. Sind die nicht ein Traum? Ja, also, ich merke schon, ich nehme wieder das Wort schön, schön und alles schön. Streifenmonster. Ja, nicht so mein Favorit, aber braucht man dann auch mal. Herzchen. Und die Federn, die fand ich auch total super. Hätte man auch wahrscheinlich ruhig ohne Farbe machen können, aber es ist echt wirklich ein schöner Block. Oh, dann gibt es nochmal so schöne Schmetterlinge. Oh. Leider kommt die Farbe nicht so gut im Video raus. Es ist wirklich so ein zartes Violett. Es sieht echt traumhaft aus und die Schmetterlinge sind auch so schön damit drauf. Schön dezent, kann man wunderbar verwenden. Dann das Ganze nochmal. Etwas eher mit Schwarz und Violett. Aber auch toll. Ich zeige euch mal einen Schmetterling von der Nähe. Das gab es schon mal so ähnlich in den Action 1 Kilo Papieren, wenn ich mich richtig erinnere. Mit anderen Farben, aber von der Form her glaube ich gleich. Ach, das ist auch toll. Schaut euch diese Blätter an. So toll. Gefällt mir. Ist zwar eher herbstlich, aber schön. Dann sind wir mit dem durch. Der musste zweimal mit. Ja. Dann gab es hier nochmal einen Vintage-Block. Blätter ich auch mal durch. Oh, das erinnert mich ein bisschen an Textil. Ah, das ist wieder so verpixelt. Ah, das ist ärgerlich. Habe ich nicht genau geguckt. Schaut her, das ist so verpixelt. Hier, ich mag das nicht, wenn das so pixelig ist. Das ist jetzt in mehreren Blöcken schon so gewesen vom Teddy. Nicht nur vom Teddy, ich meine, der Action hat auch mal einen, der so verpixelt war. Ich verstehe es nicht. Das muss das auch ganz lustig. Wenn man Bilder umrahmen möchte oder so, glaube ich, kann ich das gut vorstellen. Ja, Punkte. Das gefällt mir wieder gut. Das war auch schon mal so ähnlich in einem der Blöcke drin, meine ich. Ach, das sind einfach Rosen. Wenn man Rosen mag, ne? Na, das sieht jetzt so ein bisschen aus, als hätte ich ein kariertes Papier genommen, ein bisschen Wasser drauf verschüttet und trocknen lassen. Ich weiß auch nicht. Also, naja, das gefällt mir wieder. Das ist schön. Ja, dann. Ja, Mittel, die Farbe gefällt mir. Das Muster finde ich jetzt etwas langweilig. Das sieht aus wie so ein Kaffeefleck. Das gefällt mir wieder. Das ist schön. Ja, Mittel. Von der Nähe zeigen, weil da ist hier jetzt nochmal so ein Muster drin. Das weiß ich nicht. Also ich verstehe einfach den Sinn von so einem Papier nicht.
Aber gut, wenn einem die anderen Papiere gefallen, ne, dann nimmt man es halt doch mit. Und das fand ich halt auch wieder so schön. Deswegen musste der Block dann halt doch mit, ne? Schlimm, schlimm. Also wenn ihr kein Papier mögt, dann könnt ihr jetzt auch schon ausschalten, weil da kommt nur noch Papier. Ja, dann habe ich mir diesen Block noch mitgenommen. Das ist jetzt so basic, würde ich sagen. Von den Mustern her. Der hat mir gut gefallen. Dann dieses hier. Blüten sind da mit drauf. Ja, der Akku war leer. Wie immer, jedes Mal, wenn ich Video mache, hält einfach nicht durch das Ding. So, die Blumenmuster, da waren wir stehen geblieben. So sehen die aus. Ich finde sie sehr schön. Streifen, ja. Ich zeige sie mal von nah an, dass ihr die Farben seht. Kann man schon was mit anfangen, ne? Dann hier, wieder Karo-Muster. Nochmal Streifen, die hat man doch vorhin schon in einem der anderen Blöcke. Okay, ein bisschen dunkleres Rot. Hier hat man es auch schon drin. Ja, okay, andere Farbe. Das sieht auch wild aus. Alles kombiniert. Herzchen. Herzchenalarm. Kann man auch schon verwenden. Dann habe ich was übersprungen gerade. Kleine Herzchen. Dann diese Rechtecksmuster. Kennt man auch eher aus dem 1-Kilo-Papier. Oder die Sterne. Dann so kleine Faust. Hier nochmal. Streifen. Streifen mit Pünktchen. Ne? Das fand ich ganz schön. Das hat mir gut gefallen. Ach, das ist dreimal. Das ist interessant. Da haben sie sich wahrscheinlich vertan. Aber eigentlich sind das immer nur zweimal. Haben sie mir eins mehr rein? Freue ich mich doch. Den fand ich auch noch mal super. Jo. Gehen wir mal durch diese Blätter. Schaut euch an. So schön. Passt dann so gut zum Frühling und Sommer. Ah, toll. Oh, und diese Schmetterlinge. Schaut es euch an. So toll. Mega, mega schön das Ganze. Kleine Sonnen. Grüne Sonne. Nee. Wolken. Oh. Das ist doch auch schön. Flamingos. Ach, diese Streifen. Irgendwas haben sie mit den Streifen. Streifen, Streifen, noch mehr Streifen. Und Herzchen, noch mehr Herzchen. Also ich glaube, Herzen und Streifen habe ich jetzt langsam mal genug. Da kommen wieder die schönen Blüten. Ja. Ich liebe diese Blüten. Vor allem, dass hier noch so Farbkleckse drauf. Guckt. Der Farbverlauf, das finde ich dann immer so schön. Oh, wieder. So. Wasserfarbenmäßiger Farbverlauf. Toll. Jetzt will man mit Aquarellfarbe malen. Das gefällt mir ganz gut. Ja, sehr basic. Dann noch mal zum Schluss ein Karo-Muster. Dann zu guter Letzt kommen wir zu einem Block, den ich vorher so noch nie gesehen habe. Scheint eine komplett andere Variante zu sein. Seht ihr hier? Ne? Die haben auch wieder ihre 4 Euro gekostet, aber ich kannte das so bisher nicht. Die sehen echt anders aus. Auch vom Schriftzug her. 24 Blätter mit 2x24 Motiven. Daran hat sich nichts geändert, aber die sehen so anders aus. Das
jetzt Vintage Style. Ich habe die jetzt woanders auch noch nicht gesehen. Ah, und die sind hier auf so zugeklebt. Ja, 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 ja. Gut, jetzt. Schönes Rosenmotiv. Das ist immer, das ist jetzt auch eine andere Anordnung, weil die sind jetzt so, dass die zweimal hintereinander das gleiche Motiv kommt. Also da hat man gerade die Rosen und da kommt gleich auch nochmal das gleiche Motiv hier. Also ist die Anordnung komplett anders, als wir es bisher kennen. Deswegen muss ich den jetzt auch immer hin und her ziehen. Hm. Das ist sogar dreimal drin. Ich glaube, da haben sie sich wieder verzählt. Aber ich nehme schon eins mehr, kein Problem. Ich habe Blüten. Punkte. Es sah dann wirklich mal komplett anders aus. Die Farben nicht so intensiv und irgendwie komplett anderer Stil. Vielleicht ist das eine neue Firma. Ich bin gespannt, ob die Teddy-Blöcke sich dann komplett vom Konzept ändern. Wäre schade. Mein schlecht ist der Block jetzt nicht, aber die anderen haben mir schon etwas besser gefallen. Ist halt sehr vintage. Ist wieder schön mit den Blumen. Gefallen mir auch die Farben gut. Und da ist jetzt auf der Rückseite sind die Punkte, ne? Dann das hier. Und nochmal Blumen. Jetzt sehr, sehr viele Rosen und sehr Vintage-Stil von den Farben her. Das war schon mal in einem Action-Block drin. Magic Moments, das hat mir gut gefallen. Das war eines von denen, die mir sehr gut gefallen haben in dem Block. Da ist hier auch so eine Verwaschung. Ach, das ist halt so Rose. Okay, das ist die. Da ist noch eine Rose. Die haben sich da irgendwie verzählt. Die haben mir die dreimal rein. Aber gut, ich bin nicht böse drum. Kriege ich mehr Papier fürs Geld, ne? Ist jetzt so ein Muster. Ja. Hier wieder die Punktekreise. Das ist jetzt schon sehr dunkles Papier. Alles schön. In den Blumen. Mal den. Tja, gucken wir mal einer mit Basics. Auch von den Farben her wieder etwas schlichter, oder was heißt schlichter, weniger intensiv. Der hat hier auch dieses Gepappe da unten dran. Und ist auch wieder so, die Motive immer zweimal die gleichen nacheinander. Das war auch schon mal in einem 1 Kilo Papier drin. Da Sterne. So wild. Kreise. Punkte. Wellen. Das ist ja lustig. Mit Kamera. So, dann das hier. Ja. Ist
halt alles sehr basic. Zum Verbasteln sicher gut, wenn man dann noch viel gestaltet und noch viel zusätzlich drauf macht. Hier Streifen. Dann nochmal Wellen. Streifen hat man gerade Sternchen. Und nochmal Kreise. Dann hier diese Zickzack. Und dann nochmal die Motive, die wir auch schon mal. Hier so noch. Das hier. Das war auch schon mein Actionblock drin. Ja. Das war's mit den Blöcken und damit mit dem Teddy Hall. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Ich werde jetzt die nächsten 3 Wochen erstmal kein Video hochladen, weil ich im Urlaub bin. Freue ich mich auch total. Geht weiter weg und haben wir uns lange darauf vorbereitet. Und da ja, wird es einfach dauern. Ich denke eher, es wird 4 Wochen dauern, bis ich euch nochmal ein Video hochlade. Ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall eine gute Zeit und freue mich dann, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.